Die wechseln mal das Gebiet. Achso, es ist ja für euch besser, wenn wir auf Bogen gehen. Das Spiel kennen wir ja schon. Ihr seht ja sonst nichts. Objekte, nee, Ausrüstung. Wir gehen auf meinen Standardbogen. Das ist für euch einfach angenehmer, weil sonst steht man so dicht immer dran und das wuselt so stark. So, Event-Quests, nur mal so. Es ist ein hochrangiges Viech. Und zwar er hier, ein... Ach Gott, es ist sogar ein Apex-Azurus. Ich nehme alles zurück. Es ist ein schwieriger Gegner. Und der soll erlegt werden. Ich gucke mal. Also erstmal natürlich essen war was. Und dann gucke ich mal, ob es da vielleicht schon eine Gruppe gibt. So, wir nehmen Scharfschütze, Verteidiger und Arzt. Ich glaube, der macht ja sonst keine richtigen Angriffe, die wir mit einem besonderen Buff blockieren können oder so. Du kommst online? Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir suchen uns eine richtige große Gruppe, wenn es geht. Also für den einen Quest nur mal. Es geht halt darum, die Sache freizuschalten und mehr möchte ich da eigentlich gar nicht machen. Aber wie gesagt, da ich ja weiß, dass du das Spiel auch gespielt hast oder immer noch spielst, damit du die Möglichkeit hast, das auch freizuschalten. Ne? Und wenn jemand noch im Chat gerade im Log sein sollte und sagt, hey, Moment mal, mir fehlt die Quest auch, sagt Bescheid, dann machen wir das ganz schnell mal. So. Ich renne zur Katze. Ich bin wirklich ein bisschen raus. Ich hoffe, ich kann die Steuerung noch. Online-Spiel. Lager stellen. Wir nehmen das sicherste Passwort, was es jemals gegeben hat. 1, 2, 3, 4. Ja, immer schön mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Wir haben Zeit. Ja, also wie gesagt, wir haben Zeit bis 18 Uhr. Allerdings, Miitopia geht definitiv heute noch weiter. So, und wie war denn das hier jetzt? Lagereinstellung, da ist es. Okay. Ich schreibe mal in den Chat. So. Falls ihr jetzt mitmachen wollt, wir machen, wie gesagt, jetzt erstmal den Event-Quest. 137 Stunden läuft. Jo, schön. Ich bin ja knapp an den 200. Ich weiß ja auch, es soll irgendwann mal weitergehen mit der Story. Ich bin gespannt, wann das passiert. Okay, so, und wir machen Folgendes. Ich nehme dann einfach mal den Quest schon mal an. Event-Quest, hochrangig. Apex Azurus mit Beitrittsanfrage. So, der Quest ist dann schon mal da. Und du kannst dich dann ganz gemütlich einloggen. Mehr oder weniger. So. Ah, da bist du. Und Jägerrang 72. Hi. Nette Rüstung. Schick. So. Gut, kannst dich ganz gemütlich noch vorbereiten. Wenn du hier essen willst, isst du hier, ansonsten im Lager dann in der Mission. Und wie gesagt, wir gucken mal, wie das funktioniert. Apex Azuro habe ich ehrlich gesagt keine echte Ahnung mehr, was man da beachten muss. Er ist halt widerstandsfähiger, das muss man leider sagen. So, bist fertig? Na dann können wir ja. Okay. Gut, das wird jetzt spannend. Und wie immer gilt, Versagen ist erlaubt. Genau, ab geht's. Ich muss mal hier meine Maus mal parken, woanders. So. Versagen ist erlaubt, wie immer. Das sage ich auch an alle, die gerade zusehen. Nicht, dass er sagt, oh Gott, wie spielen die denn? Vollkommen Banane oder sowas. Das ist dann halt so. Moment mal, man muss reiten.
Komm mal her. So. Den da bitte. Ich reiß mal ins andere Lager. Wenn wir schon mal da sind. Ganz ruhig. So. Und dann baue ich mal hier ab. Ach Gott. Ja. Ich sag doch, vollkommen Banane. Du bist der Falsche. Dich will ich nicht. Mit ein bisschen Glück könnten wir den sogar ziehen, aber wahrscheinlich dreht er vorher ab. Der dreht auch ab. Der kommt doch nicht einmal mit. So geht's schon mal los. Der weiß, dass das nicht gut ist, wenn man das Viech da hinten jagt. Okay. Oh ja, da legt ja schon einer richtig los. Ach Gott, ja, der machte ja immer diese wunderbaren Fallattacken. Ich kann mich dran erinnern. Ich mach mal noch keine Giftbeschichtung. Die kommt später. Oh. Wow. Ach ja, ich muss mich wieder einspielen. Vielleicht hätte ich nicht gleich einen wunderbaren Dings nehmen sollen. Den schwersten Gegner, den sie haben. Also so ein Apex-Gegner. So. Also komm mal her. Ich bin gerade so ein bisschen mehr auf die Standardwaffe fixiert. Also ich bin ja nicht mehr so im Bogen unterwegs, sondern habe ja oft die Morph-Axt mittlerweile. Wir haben sogar eine volle Gruppe mittlerweile. Das freut mich. Das macht die Sache einerseits leichter, andererseits natürlich viel schwieriger. Okay. Danke. Uah, Hilfe. So, wenn ich übrigens auf den Chat nicht richtig eingehe, dann tut es mir gerade leid, weil die Aufmerksamkeit ist so ein bisschen gerade auf das Spiel gerichtet, logischerweise. Das gilt übrigens nachher auch, wenn wir dann vielleicht, sobald wir dann bei Miitopia sind, so ein bisschen werde ich mich da auf die Story mehr konzentrieren, logischerweise. Aber ich werde trotzdem auf den Chat eingehen, nur nicht vielleicht sofort, wenn ihr geschrieben habt. So, komm mal her. Ich bin übrigens mal echt gespannt, wann es mit Monster Hunter weitergeht. Das hat leider nicht getroffen. Weil die hatten ja angekündigt, dass sie das Programm wohl, ich weiß gar nicht, nächsten Monat wollen sie die Story weiterführen. Und ich freue mich schon richtig darauf, wenn hier die Story weitergeht. Das ist dicht. Ah, ich wollte noch schnell wegpacken und heilen. Entschuldigung. Hink in der Animation. Kein Problem. Es geht ja nicht darum, wie viele Leute sterben. Es geht nur darum, dass wir das Viech irgendwie besiegen. Also, ja, wir müssen drei. Drei dürfen nicht umkippen, ne? Noch einer darf umkippen, der dritte darf es dann nicht mehr. Ich weiß. Es geht mir ja darum, dass wir die Sache freischalten, ne? Was anderes will ich ja hier gar nicht. So, wo ist er denn hin? Okay, in die Nähe. Und wie gesagt,
Das ist alles erlaubt. Versagen ist hier erlaubt. Ja, ich möchte weg. Gut. So, die Lehmbeschichtung könnten wir machen. Ich weiß nicht, wann der... Na, ich pack die mal rein. Meistens ist ja die zweite Phase immer die, wo die Viecher relativ durchschlagskräftig werden. Okay. Er ist schon mal umgeworfen worden. Das ist sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, ob der immun gegen Betäuben ist. Kann sein, dass er das ist. Nein. Bin ja schon weg. Oh, er schläft. Halt. Okay. Na dann. Das hat Rums gemacht. Und sie haben Gott sei Dank alle drauf geachtet. Das finde ich so gut. Das machen manche Spieler leider nämlich nicht. Kriegen nicht mit, dass das Viech einschläft. Allerdings, wenn ich mit der Morph-Axt unterwegs bin, geht mir das leider auch so. Meistens hänge ich dann in irgendeiner komischen Animationsschleife. Und in dem Moment ärgere ich mich dann immer, dass ich sozusagen das Ding nicht abbrechen kann. Und dann ist mein Schlag immer der, der das Tier wieder aufweckt. Huch. Wir können ja mal ein bisschen heilen, ne? So. Den hauen wir auch noch weg. No. Okay, er ist zumindest schon mal sehr müde, wenn ich das mal sagen darf. Ich glaube, er hat sich wieder zu mir gedreht, was ich nicht gut finde. Macht er meinen? Nee, ich bin, ja doch, ich bin aggro. Also, er ist aggro auf mich, was ich nicht gut finde. Wo will der denn hin? Na gut, aber wenigstens wird er schon müde. Das muss ich mal so sagen. Und müde ist schon ein sehr gutes Zeichen. Oh, will ihn jemand reiten? Okay, ging nicht. Das war nur irgendjemand, der da seine Käferchen aktiviert hat, aber nicht die Reitanimation. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre es, aber das war nur die allgemeine. Genau, kann man nicht reiten. Ist mir auch dann eingefallen. Alles gut. Ich glaube, die kann man auch nicht betäuben. Also man kann sie einschläfern, aber ich habe ja hier diese Lähmungspfeile. Die funktionierten, glaube ich, nicht. So, wo ist er denn? Ist der nicht hier? Aber wir können dafür sorgen, dass sich zwei kloppen. Wenn zwei sich kloppen, freut sich der dritte. Okay. Den kann man reiten, nämlich. Und, ja, Mensch, schön. Ich sag doch, wenn zwei sich kloppen. Ich mag das. Hi, das ist zu dicht. Also, ich will doch den da angreifen. You showed him.
Da ist ja noch einer angekommen. Auch das finde ich aber gerade gut. Kloppt euch mal hier alle. Schön. Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Drei Monster auf einer Stelle. Wobei, vielleicht habe ich das schon gesehen und habe es wieder vergessen. Ja, das eskalierte schnell, nicht wahr? Oh, so, mich stört's nicht, ganz ehrlich. Macht mein Ziel leichter. Das Erjagen von dem Viech. Ja, eventuell. Ui, das war einfach. Also, relativ gesehen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass der so schnell liegt. GG, sehr schön. Herzlichen Dank für alle so in der Richtung. Oder an alle. Kriegt auch einen schön von mir. Und dann können wir ihn noch looten. Und dann gucken wir mal, was hier als spezielles neues Objekt freigeschaltet wird. Wie gesagt, bildermäßig müsste es eine Brille sein. Ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Oder ob das, was ich da gesehen hatte, bei Twitter nur eine Ankündigung war oder sowas. Aber es war der Event-Quest von dieser Woche. Okay. So, nehmen wir mit. Und dann freuen wir uns. So, schöne Jagd. Rino, sehr schöne Jagd. Spiel macht Spaß. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Monster Hunter macht Spaß. Auch wenn man es mal eine Woche oder zwei Wochen nicht spielt, es macht dann doch Spaß. Und wir kriegen sogar zwei Modegutscheine. Modisch unterwegs sein. Ich glaube aber ehrlich gesagt, ich werde nie Monsterjäger-Rank 999 werden, also 999. So weit komme ich nie in dem Programm. Okay, aber das ging sehr gut. Das war einfach in der Relation. Und für euch sogar relativ übersichtlich, weil ihr das von weitem sehen konntet. Ne? So, wir kaufen mal ganz kurz. Ich fülle mal ganz kurz das auf, was ich verbraucht habe. So. Ja. War der Lotterie? Nee, Lotterie war nicht. Lotterie haben wir heute nicht. Das da. So. Hat sich jetzt was freigeschaltet. Ich habe jetzt gar nicht geachtet drauf, ob da was stand. Aber es stand eigentlich Ausrüstung. Also renne ich mal kurz zum Schmied. Stand nämlich in der Questbeschreibung eigentlich. Und gucken wir doch mal. Was können wir denn schmieden? Nee, Rüstung. Das müsste in der als Schmied hier irgendwie freigeschaltet werden, glaube ich. Mal gucken, ob hier ein Ausrufezeichen ist, was nicht buggy ist. Ragnar Dingster hier ist immer buggy bei mir. Was ist denn das? Okay, die kenne ich auch schon. Mal gucken. Seherin, das ist irgendwie komisch hier. Seit dem letzten Patch sind hier immer die Ausrufezeichen. Genauso bei der Kleidung. Kann ich wegklicken? Die kommen immer wieder. So, dann gucken wir doch mal. Ist irgendwas? Nö, ist nichts drin. Bisher. Die habe ich schon längst 100 Mal gecraftet. Wie man sieht, die habe ich nämlich im Inventar. Schädel ist klar. Oder ich muss wirklich zur Katze. Kann sein. Seherin, Dings. Oder es läuft nicht als Rüstung. Das ist das Monokel. Tja, ich bin etwas überfragt.
Wisst ihr, was dieser Quest hätte freischalten sollen? Vielleicht eine blöde Frage, aber... Oder vielleicht nur niederrangig. Macht doch auch gar keinen Sinn. Nein, Special, da! Ha, ich hab's gefunden! Guckt mal, es gibt noch, hinter hochrangig gibt's noch Special. Und da gibt's eine raffinierte Brille. Na, die sieht ja aus. Ja. Aber das muss man auch wissen, dass es jetzt Special-Rüstungen gibt. Und diese Brille braucht Weisheitskristall. Wo kriegt man denn das? Also wie man sieht, habe ich das anscheinend nicht so oft bisher erfarmt. Wenn ihr es wisst, gerne in Chat. Willst du auch haben? Den Weisheitskristall meinst du oder die Brille? Ein bisschen blöd ist... Ach doch, kann man auch als Special bauen. Aber da brauchen wir auch den Weisheitskristall. Weil ich würde die gar nicht als Gegenstand herstellen. Ich würde die sonst nur hier als modisch bauen. Genau, die Brille will ich eigentlich auch haben. Auch wenn sie, glaube ich, nicht ganz so hübsch ist, was die Gläser angeht, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber gut, das müsste man in größer sehen. Das kann ich hier leider nicht vergrößern gerade. Aber ich weiß leider nicht, wo man die... Also Modegutscheine ist klar, wo wir die herkriegen. Die Weisheitskristalle, die weiß ich leider jetzt nicht. Wo kann man denn die farmen? Weiß das jemand? See you later. Weil die müssen ja sehr, sehr selten sein, wenn ich bisher nur ganz zwei Stück davon habe. Muss mal ganz kurz gucken. Hier wird gekämpft. Guten Tag. Aber die brachten mir die Dinger nicht. Hier kann man die auch nicht kaufen. Moment. Wir kriegen das vielleicht doch noch raus. Was steht denn da, wenn ich sage... Wir müssen ja hier irgendwo drin sein, in der großen Box. Das sind die Erze. Juwele, Juwele. Kristall, Kristall. Vielleicht sind die von irgendeinem Tier. Kann natürlich sein. Das sind sie nicht. Ich sehe sie jetzt so spontan auch nicht. Doch hier unten vielleicht. Stein, Stein, Stein. Quarz. Der Weisheit verleiht mit einer Brille, daraus siehst du klug aus. Ach. Der ist neu? Ist der extra jetzt eingeführt worden? Ja, da steht ja richtig, mit einer Brille, daraus siehst du klug aus. Das würde ja bedeuten, dass das Ding extra für die Brille eingeführt wurde. Okay. Ich habe nicht drauf geachtet, ob wir den in dem Quest gerade gekriegt haben. Also gut. Das wäre wohl mit mehr Farmen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich die dann einfach herstellen könnte. Aber gut, mir fehlen die Modegutscheine und Dings. Ich würde ganz gerne... Ich weiß, ich hatte gesagt, wir wechseln dann zurück oder wir wechseln das Programm. Rino, hättest du was dagegen, wenn wir den einfach nochmal machen? Den großen. Weil mich interessiert... Hey,
Also der gibt ja Modegutscheine, das ist das eine. Und zweitens, ob wir da die Kristalle kriegen.